Der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich, der Herr, bin, wenn ich am Pharao an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Du hast mich nicht preisgegeben der Hand meines Feindes. Du stelltest meine Füße in weiten Raum. Hi, hier ist der Jonas von Bambecker. Ihr seht mich gerade direkt am Meer und das von unserem neuen Song Freigeist, eine Strophe. Hey, lass die Ängste und die Zwänge von mir, Freiheit soll am Himmel stehen. Ungezwungen Fehler machen, Dinge wie ein Kind verstehen. Denn ich liebe diesen Traum, in der die Freiheit über allem steht. Tauche einen Gedanken frei und hoffe, dass die Angst sich legt. Yeah. An einem Sabbat ging er durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ähren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh dir an, was sie tun. Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Er antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon abgab? Und Jesus sagte zu ihnen: Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft führen.